Herzlich willkommen zurück bei Onkel Klos Abenteuer in der jetzt gemalten Welt von Ariandel. Direkt zurück. Willkommen, liebe Leute. Ich habe die 15.000 Seelen in Upgrade-Material investiert, aber wir werden hier noch reichlich was finden. Wir ziehen los. Ein bisschen im Schneegestöber für Unruhe stiften und uns noch ein bisschen was abholen. Das kommt uns doch bekannt vor. Wir können die Geschichte hier als Leiter wieder benutzen. Und, ach ja, was ich noch sagen wollte, wenn ihr Invader hier kriegt, also wenn ihr das im Online-Modus spielt und die Invader spawnen da drüben und ihr steht hier, könnt ihr die schön, wenn die in der Mitte von der Brücke sind, abstürzen lassen. Hahaha, passiert selten, aber wenn es klappt, ist es ein sehr befriedigendes Gefühl. Darüber hinaus wollte ich euch empfehlen, den Bereich, den ich da drüben gemacht habe, als erstes jetzt im Offline-Modus. Denn da drüben ist genau wieder so ein No-Go-Area, wenn ihr online spielt. Da drüben werdet ihr richtig geärgert. Mit Invadern. So, wir sind hier unten. Und jetzt haben wir eine ziemlich hakelige Geschichte vor uns. Ich habe erfahren, dass man da hochkommt beim letzten Mal. Das wusste ich vorher auch noch nicht. Man kann hier langstolzieren. Irgendwie. Und kommt dann da raus und da steht jemand. Also hier ist ein Weg. Ihr könnt hier runterhopsen. Ich bevorzuge den Weg hier vorne. Denn da muss ich mich nicht direkt mit irgendjemandem, der da zum Beispiel sitzt, auseinandersetzen. Alle hopp. Man nimmt ein bisschen Schaden, aber man lebt ruhiger. Die Wurzeln ist eine hakelige Angelegenheit. Darüber hinaus schießen hier noch Typen mit solchen Pfeilen, die explodieren. Also wenn ihr einen ungünstigen Moment erwischt. Das war der Crystal Lizard, der jetzt gerade hier runtergehopst ist. Wenn die sterben, kriegt er die Items trotzdem. Oh, komm mal her, Freundchen. Die verstecken sich immer gerne hinter ihrem Schild. Und da ist es gut, die Waffenart, also L2, zu benutzen. Da könnt ihr den mit einem geraden Schwert den Schild weghauen. Vorsicht, der Typ schmeißt mit Speer. Aber ist nicht so wild. Ihr könnt denen ihre Rüstung erstehen, indem ihr die farmt. So, und hier wird's jetzt wackelig. Wir haben es fast geschafft. Ihr seht, da unten schießt so ein Typ mit solchen explodierenden Pfeilen. Da oben steht irgendwo so ein Typ, schießt. Wir müssen da runter. Ungefähr dorthin, wo der Typ jetzt gerade steht. Und am besten im Moment abpassen, wenn der letzte Pfeil gerade explodiert ist. Ansonsten kann euch die Wucht schon mal eine Etage tiefer transportieren. Fallen ist hier fast instant tot. Wir haben es geschafft im ersten Anlauf. Das habe ich wieder Glück gehabt. Und hier wartet das Leuchtfeuer. Ihr seht, hier hat es jemand... Ach, das ist der Lizard, der runtergefallen ist. Hier ist ein Leuchtfeuer, zum Glück. Setzen. Durchatmen. Und ich müsste mal, glaube ich, meine Esstüsse neu sortieren. So, hier gibt es nichts zu holen, falls ihr da überall guckt. Der Typ ist immer wieder da und schießt mit seinen Pfeilen von da oben. Und wenn ihr euch hier rechts an der Wand haltet, kommt ihr hier zu einem Gebiet. Und hier ist so ein Zwischenbosskampf. Wenn ihr da runterspringt, seid ihr unten. Und dann geht der Bosskampf los, wenn ihr da hinten seid. Bei diesem Gebäude. Da kämpft ihr gegen den Grabwächter und den Wolf. Den Riesenwolf aus der letzten Folge. Aber das machen wir ein bisschen später. Ich möchte erstmal noch ein paar Items ersteigern. Und vielleicht noch ein, zwei Level. So, hier sind wir wieder beim Leuchtfeuer. Hier, Krabi die Krabbe. Allerdings jetzt in der Schneeversion. Und die bleibt nicht alleine. Hier irgendwo kommt dann noch eine andere raus. Die sind stärker als die bekannten.
Und haben anstatt die übliche Geschichte mit Wasser, haben die eben Eis, was sie ausatmen, so genauso wie die Bäume. Aber es lohnt sich nicht, die Typen zu bekämpfen. Da gibt's nichts Besonderes. Hier steht ein... Danke. Hier steht ein von den Bäumchen, allerdings eine etwas stärkere Variante. So, und hier gab's jetzt Knochen. Wir könnten uns, ja, zum Leuchtfeuer zurück eiern lassen. Aber es wäre Quatsch. Denn hier müssen wir... Müssen natürlich nicht, aber hier gibt's was Schönes, wenn wir hier hochgehen. Aber mit Klettern ist nicht viel. Das ist auch wieder so eine japanische Geschichte... Wir müssen erstmal die Bäume hier wegmachen. Okay, dich getroffen. Also die Krabben kommen euch nicht hinterher. Ein Baum. Da ist noch ein Baum. Na. Und hier hinten ist der Oberbaum. So. Und der hat auch ordentlich Leben einstecken. Aber, wie gesagt, Feuer ist Trumpf. Einmal Blitzgefrieren, das ist auch so dieser Eisatem. So, und wenn wir jetzt hier den Baum erledigt haben... Kommt hier... Liegt da noch was? Nee. Kommt hier eine Leiter runter. Wer hätte es gedacht? Und das ist die längste Leiter im Spiel. Meine Damen und Herren. Und das lohnt sich aber, da hochzugehen. Einmal. Denn da oben gibt's was. So. Herzlich willkommen zum Leitersteigen-Simulator 3000. Wir gehen jetzt den ganzen Weg hoch, den wir vorhin mit der Leiter da runtergerutscht sind und über die Wurzeln gegangen sind. Aber auf der anderen Seite. Und würdet ihr sagen, ja, warum benutzen nicht einfach das Leuchtfeuer auf der anderen Seite? Man kommt nur von hier an diese eine bestimmte Stelle, wo eine Überraschung lauert. Also eine positive Überraschung. Für Dark Souls Verhältnisse. Noch eine Leiter, wer hätte es gedacht? Aussicht? Ja, und bei euch so, alles gut, ja. Bleibt alles schön gesund, ja. Nicht erkälten oder ähnliches. So, oben. Und hier kommen wir nur hin zu diesem Ding, wenn wir die Leiter hochgehen. Ah, eine Titanitscholle. Und hier sind wieder die Ekelfliegen. Aha. Moin. Na? Zack. Wenn die fliegen, dann ist der Schaden stark. Hier geht's hoch zu dem Leuchtfeuer an der... Ich zeig's so kurz... In der Höhle. Da geht's zum Leuchtfeuer. Da war die Treppe, die Brücke. So, weiter geht's. Und jetzt kommt der eigentliche Teil. So, du kannst ruhig da runterspringen. Da kriege ich das Item sowieso. So. Ich empfehle nicht direkt zu den Typen zu gehen. Den erstmal ein bisschen beschäftigen. Okay. Ihr habt das so gewollt. Bitteschön. Das ist nämlich eine Falle. Der Typ kommt dann von der Seite. Ich trinke nochmal Küstennebel. Und Fanta. Schleichwerbung. Und hui! Eine Rutschpartie. Zack. Hier gibt's nicht viel.
Außer hier eine Seele und das war's. Hier gibt's einen Weg, den gehen wir aber nicht. Da geht's in so eine Matschegrube mit schon wieder ekelhaften und außerdem noch schreienden Vögeln. Das lohnt sich nicht, da unten rumzueiern. Da müsste, weil die leben fast alle noch. Und da hat man recht zu tun und sogar so eine Spinne. Wir gehen hier lang. Zack, ihr habt es gehört. Schreivogel, noch ein Schreivogel. Noch ein Schreivogel. Einmal grüne Blüte. Und das lohnt sich echt nicht, hier die ganzen Typen wegzumachen. Weil die bringen ja nicht mal. Naja, gut. 109 Seelen. Tja. Gibt's nicht, außer hier oben. Aber da kommt man von hier nicht hin. Ich glaube, da gibt's einen Weg, hier so einen Sprung-Glitch zu machen. Aber wir machen das auf dem herkömmlichen Weg. Mit Skills, meine Damen und Herren. Vorsicht hier links. Auch so ein blöder Vogel, der zum Erschrecken da ist. Und jetzt kriegen wir Besuch von einem richtig ekelhaften Typen, den wir hier noch mehrmals begegnen. Aber wir müssen uns mit dem nicht anlegen, weil die haben Geschicklichkeit mit Löffeln gefressen und die staggern einen so beschissen kaputt und verursachen Blutungsschaden. Und das muss ich mir nicht antun. Der feine Herr. Ihr könnt versuchen, den hier noch vielleicht mit Feuer oder so, aber das lohnt sich nicht. Die Waffe kriegt ihr nicht von dem, die gibt's woanders. Und jetzt gehen wir mal hier rein. Guten Tag. Oh, hier ist ein Loch in der Decke. Eine Glut. Und Vorsicht, den Typen hier nicht angreifen. Mit dem stellen wir uns gut, denn wenn wir den Endboss hier besiegt haben, kriegen wir von dem Typen noch eine Titanitscholle. Gucken, was er zu sagen hat. Well, there is nothing forlorn about you. You must be the other Ash, I suppose. Ich bin Asche. Oh, finally, you have come. Oh, wondrous Ash. Grant us our wish. Ja, er will, dass wir hier alles verbrennen. Das machen wir natürlich. Sure, but that's not my... Blablabla. So, weiter geht's. Hier gibt es jetzt noch mehr solche Ekelvögel. Manchmal sind die... werden die frech. Und kotzen oder schubsen. Besonders hier an solchen Vorsprüngen. Aber hier ist erstmal das rettende Leuchtfeuer. Sehr gut. Ast rein. Schöne Sache. Leuchtfeuer immer gern gesehen. Ich setze mich kurz hin. Esstüsse voll. Und wir hören schon was klimpern. Da oben befindet sich ein Lizard. Den holen wir gleich. So, guten Tag. Da hängt der Typ, der Freche. Aber wir müssen uns mit dem nicht nochmal auseinandersetzen. Und hier, die ganzen Dinger sind zu. Denn die gehen nur von der anderen Seite auf. Und wir holen uns erst einmal ein paar Items. Ach. Ich wollte eigentlich backsteppen. So, und das ist auch so ein Frecher hier. Weg. Was gibt's hier Schönes? Eine Glut. Warum nicht? So. Dann gehen wir hier rum. Und hier unten gibt's so eine Ekelspinne. Und ein Item, das ist, wenn ihr das benötigen könnt, wollt, braucht, ein simpler Edelstein. Da könnt ihr eure Waffe damit infusen, sozusagen, eine Infusion geben. Dann richtet die Magieschaden an und regeneriert über Zeit ein bisschen Mana, blaues FP-Zeug da oben. Guten Tag, du Schwein. Hier steht auch einer. Den kann man eigentlich in Ruhe lassen, aber Vorsicht, da oben sitzt noch jemand anderes. Da
gibt es nicht mal was dafür. So, jetzt sind eure Sprungkünste gefragt, meine Damen und Herren. Wir hopsen hier über den Abgrund. Geklappt. Und eine Seele. So, hier ist wieder so ein kotzender Typ. Also hier lohnt sich's in der Welt auch rote Moosklumpen und lilane einzupacken gegen Blutung und gegen Gift. So, und hier oben befindet sich der Lizard. Wenn ihr nicht schnell genug seid, dann hopst der, rennt er vor euch weg und springt hier runter. Lasst das Vieh, das lohnt sich nicht wegen den paar Scherben, sonst müsst ihr den ganzen Weg hier nochmal gehen. So, und hier haben wir die Möglichkeit, dort uns das Item zu holen. Da müssen wir aber hier runterspringen. Wir machen die Dinger weg. Und hier ungefähr müssen wir abspringen, damit wir bis darüber fliegen können. Mit Anlauf und hops. Oh, das war knapp. Und hier gibt es für alle, die scharf auf Geschicklichkeit sind, gibt es Krähenfedern. Das ist eine lustige Angelegenheit, aber man muss es können. So, zum Leuchtfeuer zurück. Jetzt nochmal bei unten bei dem Typen vorbei. Habe ich nicht so Lust drauf. Wir haben noch genügend von denen, die wir sowieso noch bekämpfen müssen. Also benutzen wir unser Knochen zum Leuchtfeuer. Jetzt kämpfen wir uns mal hier durch die Ortschaft. Hier ist auch noch so ein Gebiet, was ich empfehle, offline zu machen, weil hier unten gibt es so viele Arten von Natur aus schon, das Zeitliche zu segnen und dann noch einen Invader zu kriegen, ist nicht so pralle. Frustrierend. Hat man es fast bis durchgeschafft und dann kommt ein Invader und man ist sowieso nur noch ohne Estus unterwegs. So, Vorsicht, hier kriegen wir es jetzt mit dem nächsten Typen zu tun. So ein Krallentyp. Der hat es auf die Vögel abgesehen. Aber ich tue mir das gar nicht an. Hier gibt es eine Stelle, liebe Leute. Ja, das war sie nicht. Genau getroffen. Auch nicht. Oh, jetzt wird's eng. Hä? Letztes Mal habe ich es geschafft. Ja, ich zeige euch den einfachen Weg hier rein. Hey, hey, hey. Und hier sind wieder so Schubsevögel. Aber der große Krallenonkel kommt euch hier nicht hinterher. Der bleibt da oben. So. Ich glaube, ich werde mal sowas benutzen. Bisschen Heilung über Zeit und gnädiges Licht, das ist hier die Selbstheilungskräfte in Kombination mit dem Schild. Ihr seht, oben der Balken regeneriert sich ziemlich schnell und das ist gut. Ich versuche nochmal die Stelle hier zu treffen. Wenn es jetzt nicht klappt, naja. Okay, ihr seht, der Typ ist einfach ein Traum. Und den machen wir dann von einer anderen Stelle. Also. Doch wieder hier rein. Da machen wir den Weg, den ihr wahrscheinlich auch gehen werdet. Vorsicht, hier kommen welche von oben. Und die kotzen und die schubsen. Das sollte es aber gewesen sein. Noch einmal Heilung für Onkel Klo. Und wir gehen vorsichtig hier hinten rum. Hier ist wieder so ein... zum Kotze-Onkel. Okay. Okay. Das war jetzt nicht so professionell. Dafür machen wir den, der hier steht. Auf diese Weise. Und dann können wir uns hier noch das IT holen. Noch eine Seele. So, hier kann man reingehen. Lohnt sich aber nicht so wirklich, weil hier gibt es nur die Vögel. Ihr
Ihr seht, hier gibt es nichts zu holen. Aber die erste Abkürzung tut sich gleich für uns auf. Und zwar empfehle ich, ja, die könnt ihr erstmal hier lassen, empfehle ich euch, hier dann runter zu hopsen. Hier rein, auch wieder runter. Und erstmal die Tür aufzumachen. Und hier ist die erste Tür. Hören Sie mal. Die erste Tür vom Leuchtfeuer aus gesehen. Da habt ihr schon mal eine kleine Abkürzung. Jetzt geht es hier lang. Geradeaus rüber. Ja, ist ein bisschen Umweg, aber hier oben gibt es dann die Krallen von diesen Geschicklichkeitsfritzen. Vorsicht, hier gibt es Zauberer. Aber so wirklich gefährlich sind wir nicht. Na. Oh, Kacke. Warum nicht? Hier sind die Krallen. Kann ich die überhaupt benutzen? Nein, dafür bin ich zu grobmotorisch. Die verursachen Blutung. Noch eine Seele. Und das wäre ja abgegrast, meine Damen und Herren. Jetzt geht's nochmal die Leiter hier hoch. Und wir bewegen uns weiter. Zauberer hier. Zauberer hier unten. Und hier ist auch noch so ein Typ. Aber was die Typen ablassen, ist nicht mal die Bronzemedaille der Magiekunst. So, hier geht's hoch. Da müssen wir auch hoch. Aber wir wollten das Item da unten. Und das ist eine gar nicht mal so bekackte Rüstung. Deswegen lasst uns doch hinabhopsen. Aber vorher werfen wir mal hier so ein Ding rein. Ja, oder doch nicht. Lieber doch nicht. Vorsicht, Vögel hier. Kotze Vögel dort. Ja, nicht getroffen. Kusch! Und hier gibt es die Rüstung von dem Typen, der uns hierher gebracht hat. Sklavenritter Gale. Onkel Gale. Und hier ist eine andere Tür. Hier kommen wir wieder raus. Gar nicht so ein großer Umweg. Hier hoch geht's jetzt. Sind wir zwar wie hier, bisschen wie der Oberpro-Gamer so sagt, Backtracking, aber da haben wir alles, was es hier zu holen gibt. So, jetzt geht's hier hoch. Obwohl, Moment, da war doch noch was. Wir können es doch jetzt hier dem Typen mal richtig besorgen, dass der weg ist. Freundchen, könnt euch hier hinstellen. Aber trotzdem immer schön Schild bereithalten, ihr seht's. Nee. Uiuiuiuiui. Da verbrauche ich ja meine Esszüsse hier. Warte mal. Ich glaube, dafür reicht die Zeit nicht mehr. Gucken, was du dazu sagst. Nicht viel. Okay. Abgemeldet. Nein. Da kommt er nur mit dem Sprung wieder hoch. Das tue ich mir nicht an. Dafür werde ich nicht bezahlt. Einmal Heilung. Und aufwärts. So, und weil es so schön war, da ist ein Crystal-Lizard, den könnt ihr aber getrost vergessen. Auch wieder nur Funkel oder große Scherben. Und da oben klebt schon wieder so ein Vieh. Und das kommt runter und ärgert euch hier, wenn ihr
ja, wenn ihr dort dem Crystal Lizard folgt und da unten rein wollt. Das lohnt sich aber jetzt nicht. Das machen wir später. Ach, der Crystal Lizard hat sich von selber erledigt. Habt's gesehen. Einmal Funkel. Hier gibt's was Schönes. Und ja, jetzt haben wir die Qual der Wahl. Hier unten ist richtig was los. Aber das Erledigen, da gibt's auch noch was zu holen. Und zwar ein Wunder. Das erledigen wir aber, wenn wir das nächste Leuchtfeuer aktiviert haben. Da kommen wir nochmal zurück. Backtracking. Hier hinten, das lohnt sich nicht hinterzugehen. Da gibt's nichts zu holen. Hier gibt's nur Tod und Verderben. Da ist ein Brunnen. Da kommt noch so ein Kotzevogel raus und viele kleine. Da gibt's nichts. Aber hier gibt's Bäumchen. Ich empfehle euch, die Bäumchen hier wegzumachen, denn wir müssen uns gleich mit dem Typen, den wir vorher schon getroffen haben, der Ministerpräsident von Hessen, mit dem müssen wir uns jetzt hier rumprügeln. Vorsicht, hier ist nochmal ein Zauberbaum. Ja, 5. Ein Zweig. 5 Schläge waren's. So, frostige Münze. Hat sich gelohnt. So, jetzt müssen wir uns, damit wir zum Leuchtfeuer kommen, müssen wir uns mit dem Typen, der uns da das halbe Ohr voll gerülpst hat, auseinandersetzen. Und der ist... naja, ihr werdet sehen, wenn ihr ihn noch nicht kennt. I've seen your kind. Time and time again. Every fleeing man must be caught. Every secret must be unearthed. Such is the conceit of the self-proclaimed seeker of truth. Ja, er scheint ziemlich selbstbewusst zu sein. Das ist jetzt ein Zauber, den er auf mich oder ein Wunder, was er angewendet hat, dass ich nicht mehr zaubern kann, aber er auch nicht. Und er hat ein dickes Schwert, er kann sich heilen. Ja, er hat ein bisschen was irre, zum Beispiel jetzt. Blutungsschaden kann ich bei dem Typen empfehlen. Ja, das gefällt ihm nicht. Das war auch vergebens. Ich werde mal eine andere Waffe versuchen. Oh, jetzt habe ich mich festgehakt. Und deswegen sage ich, Feuer ist nicht so das. Deswegen sage ich, mach die Bäume weg, denn ihr müsst euch mit dem Typen hier... Braucht ein bisschen Platz. Hey, hey, hey. Wilhelm, Junge. Ah, und jetzt geht mir bald der Estus aus, weil ich davor schon zu Feuer gebe, freudig war. Aha, jetzt passt es ihm wieder nicht. Ich werde mal meine Ausdauer erhöhen, ja, oder mein Rüstungsschutz. Ja, und hier ist eigentlich so eine Stelle, wenn ihr es schafft, den da runter zu schmeißen, dann habt ihr das Problem schneller gelöst als im Nahkampf. Forgive me, my lady. I swore an oath, but I have failed you. Lady. Zeit für Herrn Wilhelm. Winke, winke. So, wir haben sein Schwert gekriegt. Was für unsere Charaktergeschichte gar nicht mal so übel ist. Wir brauchen nur ein bisschen mehr Intelligenz, dann können wir das nutzen. Weil wir sind noch zu doof. Wir brauchen 15 und wir haben 14. Und wir kriegen den Schlüssel für die Vorrichtung hier. Weil wenn ihr den Typen nicht kalt macht, geht's nicht weiter. So. Büchervernichtung hier. Das ist alles Werbung gewesen. Keine Sorge. Das hätte ich sowieso weggeschmissen. Und hier... haben wir Babsi Ross, die kleine Nichte von Bob Ross, die malt. I believe. I feel the scent of ash upon thee. Nein. Thou art the one of whom Uncle Gale spoke. The one to show me flame. Ja, was will man mit ihrer Flamme haben? It is good.
When this is done, may I return. The door is open thanks to thee. So, die Schnecke kann jetzt raus hier. Onkel Gale, also der Typ, der uns hierher gebracht hat, ist ja Onkel anscheinend. Und die hat ja irgendwie die Hosen an, aber sie wird unterdrückt wahrscheinlich von Schwester Friede, die da oben in der Kapelle gesessen hat. Da oben. So, hier ist es natürlich, wenn ihr jetzt hier drinne seid, wir sehen das Leuchtfeuer, aber wir können die Geschichte nicht aufmachen. Aber es soll wahrscheinlich nur eine Verarsche sein. Wenn wir hier rumgehen, ist alles wunderbar. Wir haben es geschafft. Endlich Leuchtfeuer. Endlich sitzen. Ach, schön. Und wir können die Geschichte auch von hier jetzt öffnen. Ach, so eine Sache. Bis hierhin geschafft. Wir gehen in der nächsten Folge nochmal ein bisschen zurück und holen uns noch den ganzen Quatsch ab, den es da gibt. Da ist ein Wunder dabei und noch ein blutiger Edelstein hier zum Blutigmachen der Waffe und ein paar Seelen oder so. Bis zur nächsten Folge, liebe Leute. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen einen komfortablen Weg hier durchzeigen, durch diese angestrengte Geschichte. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr jederzeit stellen. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich antworte auf alle Fälle. Euer Onkel Klo. Bis zur nächsten Folge. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Tschüssi!